Hallo, liebe Astro-Rebellen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz und aus der ganzen Welt. Herzlich willkommen zu eurem astrologischen Kanal auf YouTube. Mein Name ist Emmanuel von Zenstern und das ist die allgemeine Monatsprognose für Mai 2021. Liebe Fische, zwischen 1. und 3. des Monats hast du Sonne Quadrat Saturn. Nicht alles, was du dir vornimmst, wird am Monatsanfang so laufen, wie du das möchtest. Verluste und Verzögerungen werden eintreten, wenn dein Geburts-Saturn in einem Luft- oder Feuerzeichen steht. Es empfiehlt sich, neue Handlungsstrategien zu entwerfen und damit wirst du Stress im Alltag und im Beruf besser bewältigen können. Am 4. hast du Merkur in Zwillinge eingetreten. Bis 11. Juli hast du Aufgaben zu Hause zu erledigen oder viel Papierkram zu regeln. Viele Menschen werden schriftliche Arbeiten, mündliche Beiträge und praktische Leistungen erbringen. Eine gewisse Rastlosigkeit und Aufregung kann man mit dieser Merkurstellung in Verbindung bringen. Zwischen 5. und 6. des Monats hast du Venus Trigon Pluto. Deine Vorstellungen und Wünsche wirst du trotz vorhandenen Hindernisse beharrlich durchziehen. Zwischen 7. und 8. Mai bilden Venus und Jupiter einen Quadrat. Dir ist an diesen Tagen im Klaren, wie eine Situation, die du vor kurzem begonnen hast, sich entwickeln wird. In der zwischenmenschlichen Kommunikation sollte man seine Meinung nicht unbedingt aufzwingen, sondern sich über andere Standpunkte informieren. Am 9. Mai hast du Venus in Zwillinge eingetreten. Bis 1. Juni kann eine Umsiedlung oder Ortswechsel bei vielen Fischen möglich sein oder diese werden als Gesprächsthemen erwähnt. Zwischen 10. und 11. des Monats haben wir Neumond in Stier. Gartenarbeit oder der Kontakt zur Natur sind begünstigt. Bis Mitte Juni wirst du angenehme Beziehungen zu Geschwistern, Kollegen oder Nachbarn pflegen und Unstimmigkeiten ausräumen. Am 12. Mai hast du Merkur Trigon Saturn. Bis 16. Mai kann sich eine Sache verzögern. Wenn du ein Auto hast, dann wirst du dieses reparieren oder überprüfen lassen, um mögliche Unfälle zu meiden. Am 13. Mai hast du Sonne Sextil Neptun. Es ist wichtig, sich genügend Zeit zu nehmen, um eine Sache aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten. Am 14. Mai hast du Jupiter in deinem Zeichen eingetreten. Das Alleinsein und der ruhige häusliche Wohlstand werden dir bis Ende Juli helfen, neue Energie zu tanken und geistig wieder zu Kräfte zu kommen. Dies ist wichtig, um eine stabile Gesundheit aufrecht zu erhalten und innere Klarheit zu erlangen. Zwischen 15. und 20. hast du Venus Trigon Saturn. Man kann sich für andere Menschen einsetzen und ihnen den richtigen Weg weisen. Zwischen 21. und 23. bilden Merkur und Neptun einen Quadrat. Vorsicht beim Auto oder Fahrradfahren und bei der Ausübung von körperlichen Aktivitäten ist geboten. Am 23. Mai ist Saturn rückläufig in Wassermann. Bis 10. Oktober wirst du geistig wachsen und deine Seele heilen, indem du ungelöste Ängste überwindest und dich von belastenden Konflikten, Menschen und Situationen befreist. Zwischen 25. und 26. Mai hast du einen Vollmond in Schütze. Wichtige Entwicklungen sind in den Bereichen der Familie, Wohnsituation und Beruf bis Mitte Juni in Sicht. Am 27. Mai bilden Venus und Neptun einen Quadrat. Du solltest dich nicht für andere Menschen aufopfern, meine liebe Fische. Stattdessen solltest du sie zu Vernunft bringen, damit sie ihre Verantwortung für sich selbst übernehmen. Zwischen 28. und 29. haben wir Merkur Konjunktion Venus.
Das heißt, in der Kommunikation sollte man vorsichtig sein. Man sollte nicht mehr sagen als nötig und sich bei einer Situation am besten zurückziehen. Und dann am 30. haben wir Merkur rückläufig in Zwillinge. Das heißt, bis 22. Juni wird man eine Angelegenheit beenden, die einem Sicherheit und Zuversicht verleiht, auch wenn eine Sache sich verzögert oder nicht so vom Anfang an dir gelingen wird. Meine liebe Fische, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Glück im Mai 2021. Wenn du eine konkrete und individuelle Beratung brauchst, kannst du gerne diese jetzt bei mir buchen. Viel Glück, viel Gesundheit, alles Gute und bis zum nächsten Video.